Willkommen zur zweiten Folge XCOM Enemy Within. Wir sind gerade dabei, hier die Leute zu promoten. Ein Run and Gun. Und ein Sniper. Wie gesagt, die werde ich nur benutzen, wenn meine Leute tot sind und ich nicht genug wenn meine Leute verwundet sind und ich nicht genug Soldaten habe. Ist auch neu. Es gibt jetzt Medaillen, die mir Boni geben, wo ich immer zwischen zwei Boni auswählen kann und dann die Medaillen. Also für die eine Medaille hat immer. Das erste Mal, wenn ich die Medaille verleihe, kann ich zwischen zwei Boni auswählen. Danach hat sie bei jeder Verleihung die gleichen Bonus. So. The recovered artifacts are being unloaded and the research team is waiting your orders. We'll get started as soon as you give the order, Commander. So. You can now honor our soldiers by awarding them medals for accomplishments you deem appropriate. You can view and award medals in the barracks. Ich würde sagen, wir gucken erstmal. Ah, Commander. I was wondering when you'd be stopping by. Welcome to engineering. Anything they can dream up in the research labs, we can build it here. Speaking of which, Dr. Valen has just sent us some new schematics. With your approval, we will begin fabrication. So. Build items. Auf jeden Fall brauche ich erstmal Manufacturing, zwei Medikits, wie immer. Und einen Soldaten, einen Satelliten gebe ich auch noch einen Auftrag. So, Research. Hello, Commander. My name is Dr. Valen. I oversee the research labs. This is where all of XCOM's research and development takes place. We have already begun analyzing the artifacts recovered from our first encounter with the aliens. Based on our preliminary findings, we believe we can use them to develop some new equipment for our soldiers. With your approval, we will begin research immediately. Sehr gut, ja, fangt direkt mein Research an. Ich überlege gerade was. Wahrscheinlich schon Xenobiologie als erstes. Das können wir mehr Forschung machen. Das scheint to be the most pressing of our current research options. We'll begin immediately. I will notify you when a complete report is available. Dann sagt mir jetzt zu Mission Control. Komisch. Ich gehe erstmal in die Baracken und mache meine Squads auf meine Higher Soldier. Kann ich irgendwann direkt noch. So, jetzt werde ich wahrscheinlich ein bisschen rumspulen, weil ich meine Soldaten anpasse. So, wie viel habe ich jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sollte ausreichen. Momentan ja eh nur ein 4er Squad habe. We've picked up multiple requests for assistance. Abductions in progress are marked on the hologlobe. Ich glaube, ich nehme die Scientists zuerst. Guck, die nehme ich mit. Superman nehme ich mit. Quatsch, Moment. Den nehme ich hier nicht mit, sondern Rotfeder fehlt auf jeden Fall noch. Komplettes Mail-Team und
Edit Unit und Loadout. Ich gebe mir nochmal ein Dingers. Edit Unit, Loadout. Du kriegst auch noch so ein Medikit. So, Launch Mission. Down in Mexico for this mission. Ist das schon wieder eine alte Karte? Das wäre natürlich ungünstig. Eigentlich gibt es jede Menge neue Karten. Weil man den Meld machen kann, kommt übrigens auch noch später erst. Sieht mir schon nach einer alten aus. Ja, ist eine alte. Überall bei den neuen komme ich auch anders rein. So, hab ich irgendwie wieder schon Sicht auf das Meld? Das ist normaler, bewegt sich nichts. Da ist ein Meld-Teil, okay, dann muss ich auf jeden Fall dahin. Oder soll ich auf jeden Fall dahin? Was da ist. Was sein kann, dass wir dahin gehen. Ah, das ist da. Gehst du erstmal auf. Ruhig posten. Ne, Stabilize musst du nicht machen. So, oh, der ist lahm. Es gehört übrigens auch zu den zufälligen Stats, wie schnell die sich bewegen können. So, dahin, Reaperman. Ach, ich bin ja das da, oder? Ja, das bin ich, okay. Vielleicht trifft sie ja wenigstens gut. Wir müssen drei Leute schießen. Wenn er weiterläuft. Nee, gar nicht, weil er nicht in Sichtweite läuft. Herrlich. Die bewachen ihr Meld aber auch, ey. 25. 25. 25. Hm. 50 ist eigentlich schon ganz okay. Aber halt auch mehr nicht. Die Frage, gehe ich jetzt davor und versuche sie zu flankieren? Versuche ich jetzt. 100%. Das ist immer geil. Dann ist das gar nicht so schlecht. So, der ist jetzt auf Deckung wieder normal. Ja, sehr gut. Bin mir gerade nicht sicher, irgendwie. Hier meinem ist es eigentlich Guppi ein bisschen Rückendeckung geben. Ich weiß nicht mit welchem. Oh fuck, der ist aber Overwatch. Ist okay. Geht dir dann noch? 25. Hey, 25. Aber wird man wahrscheinlich nicht bis dahin. Ne, gar keinen Fall. Der geht mal darüber. 65. Das ist nicht so viel. Also wir haben einen richtig genauen dabei und die anderen so. Ja. Treffen. Na gut, ich will auf Overwatch hab. Sehr gut. Bin sogar tot. Habe ich schön gemacht. Hihi.
da hingehen? Ah, den nächsten. Wenn die von der Seite kommen, ist nicht gut. Gar nicht gut. Dahin. Kann ich gar nicht. Kann ich nirgendwo. Oh Mann. Das ist ja voll gemein. Der kommt nicht mal bis darüber. Oh, dreh ich andersrum. Typ. Das verstehe ich immer nicht mit dem andersrum drehen, dass sie das nicht von alleine machen. Ist ja wohl offensichtlich, dass ich jetzt nicht will, dass er so rum da steht. 25, 65, komm, mach weg. Schade. Schade, 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 schade. Irgendwas hat sich da hinten. Oh shit. Nein, das war mein genauer. Ach, immer ein Pech, ey. Das war auch der, der nächste Runde hier sich das holen sollte. Doch dann rot wieder dafür. Ich bin wohl direkt mal gestorben. Ach nee, das ist der Kubi, war mein genauer. Stimmt. Na gut, dann ist es nicht ganz so schlimm, dass Reaperman gestorben ist, sag ich mal. Du bist jetzt mal da hinterher. Was war das denn jetzt? Jetzt wackelt hier irgendwas. Sehr gut. Das war ein Bug. Weil sie hat nicht umgedreht, dann ne? Könnte ich den dann nicht sehen. Die Kamera. Bug. Ja, shit, der ist jetzt wieder tot. Ja. Unser, wenn er da daneben schießt, ja. Wir zwei verloren. Jetzt muss ich entweder in drei Runden gewinnen oder habe ein Problem. Ach ne, ich habe ein Medikit hier dabei. Stabilize. So. Ich dahin gehe, bin ich von dem, glaube ich, nee, bin nicht sichtbar. Dann könnte ich ihn hier wieder und dann ausschalten, weil ich 100% Treffer. Wow. 100% Treffergenauigkeit habe, wenn ich direkt da anstehe. Weil da habe ich keine Munition mehr, ey, fuck. Oh, Guppy earned a promotion. Wird wohl schießen, ja. Der trifft nicht. Jetzt bewegen und wahrscheinlich schießen. Ja, der geht auf Overwatch. Oh, ganz gemein. Oh, komplett leer. Der hat geschossen. 39 ist echt nicht viel. Mal den Overwatch hinten auszulösen. Ja, klappt nicht. 45. Hätte der dann, wenn ich die Waffe wechsle, wenigstens. 60. Echt ungünstiges Moment nachladen, ey. Den mal zurückziehen und dann nachladen. Moment mal, kann ich jetzt den Rücken? Ne, kann nicht den Rücken schließen, hoffentlich.
Guppy aus Jamaika. Ey. Komm, triff. Sehr gut. Den zweiten Reflexschuss, den ich setze. Das trifft nicht. Ich sehe gerade jetzt erstmal, dass hier Fire Access draufsteht auf dem Container. Die letzten zwei sein, die ich hier habe. Schießt er oder geht auf Overwatch? Schießt. Ich jetzt die Granate auf den da hinten werfen kann. Müsste ich eigentlich die beide töten und das Meld bekommen dadurch. Weil es ja eine Rückkopplung gibt. So. Mission accomplished. Sehr gut, und beide. Ja, halt einen verloren, ist dumm gelaufen, aber sonst sehr gut geklappt. Voll nach Plan! Commander to the Situation Room. Commander to the Situation Room. Reaperman, erster Einsatz und gefallen. Tut mir leid, aber naja. Verluste Komfort. Das war die zweite Folge. Und ich hoffe, ihr bleibt weiterhin dran. Danke fürs Zuhören und bis bald.